Samstagmorgen in Genua. Alle Schiffe sind jetzt bereit für ihre Touren. Zum Beispiel die MSC Opera. Oder wie wäre es mit der MSC Splendida? Wir bleiben an Bord der Preziosa und schauen sie jetzt ein bisschen näher an. Bei dieser Kulisse kriegt man ja schon fast Hühnerhaut. Meine Kabine befindet sich genau hier. So sieht eine Balkonkabine aus auf der Preziosa. Paul Egli, Sie sind zuständig in der Schweiz für den Schweizer Markt der MSC Kreuzfahrten. Wir sind jetzt hier auf dem Flaggschiff, die Preziosa, das neueste Schiff von MSC. Was macht das speziell? Ja, das Spezielle ist eben, dass wir auf dem neuesten Schiff sind der Flotte. Das vierte Schiff unserer Fantasia-Klasse, die MSC Fantasia, die MSC Splendida, die MSC Divina und eben jetzt die MSC Preziosa. Ein Neubau mit den letzten, neuesten technologischen Errungenschaften. Mhm. Und wir haben heute das Vergnügen, an der Taufe des Schiffes beizuwohnen. Und am Morgen fährt sie dann aus zu 7-nächtigen Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer. Und ich habe gehört, vor allem Kinder werden sich sehr freuen, hier an Bord zu sein. Was gibt es denn? Kinder werden sich freuen. Wir haben die längste Wasserrutschbahn, über 120 Meter lang, auf See. Und das wird bestimmt ein ganz großes Erlebnis werden für unsere Kinder, die hier ihre Ferien verbringen werden. Und was gibt es so an speziellen Neuheiten, die auf diese Saison also jetzt auf dem Markt sind spezielle... Die ganz große Neuheit an Bord aller unserer Schiffe ist das neue Food-Konzept, um das auf Deutsch zu sagen. Das heißt, wir können jetzt durchgehend essen von morgen um 6 Uhr bis morgen um 2 Uhr. Vielen Dank, Herr Egli. Wir haben unsere ersten Eindrücke sehr genossen. Und ich kann mir vorstellen, dass auch ein paar Zuschauer jetzt unbedingt an Bord kommen wollen. Ich bedanke mich, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns auf die Zeremonie heute Abend und selbstverständlich laden wir eure Zuschauer ein, uns zu besuchen auf der neuen MSC Preziosa. Wie gesagt, ab morgen, jeden Sonntag, 7-nächtige Kreuzfahrten im Mittelmeer von Genua bis Genua.
In Italia, cosa da? Una leggenda italiana. Sofia Loren e Ennio Morricone. Grazie molto a tutti voi per la grande collaborazione, per notti e i nostri sogni con termini come spread. Io senz'altro. Io ho anche un nome greco di origine, mi chiamo Dardane, quindi più di me. Io ho detto al primo capitano della prima nave, il napoletano, il capitano della prima nave con cui ho viaggiato, e passo a ridere. Però questa denuncia mi è venuta dalla assoluta. Enjoy the inauguration of MSC Preziosa. Incredible achievements are the results of incredible dedication and efforts of thousands of people, and I want to thank them all. 2 anni di partnership, abbiamo già vinto la Coppa Italia, siamo secondi in classifica, siamo grandi. Number 12, our big fleet. Grazie Emanuele, che dai fiori alla nostra madrina e si merita un bel bacino. E per un momento importantissimo.